Dankeschön, herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Vielen Dank, herzlich willkommen zu Late Night Gaming am 7. September 2023. Wir haben sehr, sehr spät. Eigentlich ist es jetzt die Uhrzeit, wo wir aufhören. 23.30 Uhr. Nicht 22, sondern 23.30 Uhr. Eine sehr späte Stunde am Donnerstagabend. Aber es ist halt mal wieder so. Eine Ausrede habe ich jetzt auch gerade mal so nicht parat. Ist auch nicht schlimm. 23.30 Uhr, später Donnerstagabend. Warum nicht? Heißt ja auch Spätabendspielkreis. Das Thema heute schimpft sich wie von der Tanke. Ich habe wie immer mal zufällig was mitbekommen und zufällig was aufgesaugt in meinem Tagesverlauf. Gibt es ab 2035 keinen Sprit mehr an Tankstellen? Gibt's nicht mehr? Weiß man nicht. Ich habe das so zufällig mitgekriegt, habe den Artikel vor mir liegen. Aktuell am 1. Januar, Stand 1. Januar 2023, gab es 48 Millionen zugelassene Fahrzeuge in Pkw. So, und die Tendenz ist ja dahin steigend, dass Elektroautos mehr kommen sollen. Deswegen auch die Frage, gibt es irgendwann, wenn es keine Verbrenner mehr gibt, auch kein Diesel, kein Benzin mehr, sondern nur noch E-Autos und dann E-Ladezapfsäulen. Das ist die Frage, was ich gar nicht wusste, weil ich direkt hier in meiner Nähe auch so eine Tankstelle habe. Total Energies heißt das Ding. Total Energies aus Frankreich hat rund 1200 Tankstellen in Deutschland, die sie aber ab nächstem Jahr nicht mehr versorgen werden, beziehungsweise die trennen sich einfach von den Tankstellen. Auch eine interessante Sache, ich wusste erstens nicht, dass Total eine französische Tankstelle ist, dann wusste ich nicht, dass es 1200 sind und dann wusste ich auch nicht, dass sie sich trennen vom deutschen Markt. So, gibt's noch Sprit, ja oder nein, im Jahr 2035? Weiß ich nicht, kann ich auch nicht sagen. Kann ich in 12 Jahren, kann ich die Frage gerne nochmal, wenn man sie stellt, beantworten. Ich weiß es doch jetzt auch nicht. Es kann auch kein anderer Fachmann wissen. Es kann sich in diesen 12 Jahren doch noch so viel ändern. Es macht doch gar keinen Sinn, diese Frage jetzt zu stellen. Und in 12 Jahren stehen wir da, ach Mensch, jetzt ist ja doch wieder alles ganz anders gekommen, als man es geplant hatte. Weil man wusste jetzt, zum Stand vor 12 Jahren, wusste man auch nicht, was 2023 ist. 2011, was hat man da gedacht? Gar nichts. Da hat man, glaube ich, eine Finanzkrise, Wirtschaftskrise, irgendeine Krise hatten wir da. Weiß ich nicht. Es gibt immer irgendwelche Krisen. So gehe ich auch davon aus, dass wir 2011 eine Krise hatten. Und da wusste man auch nicht, wie es weitergeht. Ja, Preisentwicklung geht natürlich nach oben von den fossilen Brennstoffen. Ist ja auch eine Sache, die irgendwann mal wahrscheinlich aufgebraucht ist. Du kannst ja nur einmal Öl verbrennen und dann ist das Öl weg. Genauso wie Holz. Natürlich kannst du Holz wieder irgendwie anpflanzen. Dauert aber ein paar Jahre, bis das Holz nachgewachsen ist in Form eines Baumes. Dementsprechend ein fossiler Brennstoff ist endlich und irgendwann vorbei. Und den Preis nach oben. Jetzt haben wir weniger. Naja, das soll nicht das heutige Thema sein. Was haben wir denn heute gemacht, küchentechnisch? Wie läuft's da? Wie sieht's aus? Gut, schlecht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gestern musste ich ruhen lassen. Aus Gründen habe ich das erzählt gestern. Der Putz war nicht trocken. Heute war der Putz trocken. Weitergemacht. Die zweite Schicht Putz drauf. Ich habe keine Ahnung vom Verputzen. Das habe ich alles machen lassen. Von meinem Vater. Der kennt sich ja aus. Maurer gelernt. Warum nicht? Kann er übernehmen. So, er meinte, zweite Schicht drauf. Ist heute trocken. Gesagt, getan. Und jetzt ist es soweit. Erstmal fertig. Und das müssen wir jetzt wieder antrocknen lassen. Wie lange? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kenne ich mir nicht mit aus. Ich schaue da morgen nochmal drauf. Und dann geht's weiter. Also zumindest, die Küche ist verputzt. Jetzt könnten dann irgendwann die nächsten Schritte folgen. Mit unter anderem streichen, tapezieren, die ganze Elektronik wieder einrichten, Boden reinlegen, etc. pp. Also einiges da noch zu tun auf der Baustelle. Ist aber, um das kurz vorweg nochmal zu klären, ist aber heute kein Grund, warum ich so spät mich hinsetze, diese Baustelle, denn bis 23.30 Uhr arbeitet keiner mehr auf der Baustelle. Auch ich nicht. So blöd bin ich nicht. Nein, ich habe mich auch nach so einem Tag vielleicht mal ausgeruht. Kann man ja auch noch machen, denn auch heute waren es wieder sehr
hohe Temperaturen, waren wieder an die 30 Grad bei uns in NRW. Von daher schlaucht das auch so ein Tag, auch wenn man natürlich nur drin, größtenteils nur drin ist. Natürlich geht man mal raus, macht mal das ein oder andere Arbeitsgerät sauber, geht dann aber auch wieder rein schnell, weil es zu kalt. Nee, zu warm. Drin ist kalt. Draußen ist warm. So, und dann habe ich mich ein bisschen ausgeruht. Was wollte ich machen? Ich wollte Fußball gucken. Länderspielpause ist aktuell angesagt. Heute ist Donnerstag. Die ersten, ich weiß gar nicht, ob es WM-Quali-Spiele sind, die gerade ausgetragen wurden oder am Austragen sind. Frankreich hat auf jeden Fall gespielt. Die müssten gewonnen haben. Ich kann die Ergebnisse auch gar nicht sagen. Ich habe es mir gar nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was Länderspielpause ist. Wo kann man das Ganze sehen? Auf DAZN. Habe ich DAZN? Nein. Warum? Zu teuer. Lassen wir sein. Gucken uns die Ergebnisse an. Ist so. Also auch da leider keine Möglichkeit auszuspannen am Abend schön mal mit Fußball. Nein, gibt es nicht. Wann ich mich wieder hinsetzen kann und Fußball gucken kann, ist am Samstag. Da spielt nämlich die DFB-Elf gegen Japan. Ich glaube gegen Japan. Der Gegner übrigens, gegen den es bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr gar nicht so gut aussah. War das Japan? Südkorea, ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall gegen Japan hat Deutschland auch immer Probleme. Schon immer gehabt. Sage ich jetzt einfach mal so vorweg. Denn dann kann man das als Ausrede nutzen, wenn es nicht klappt in einem Testspiel gegen Japan. Ich gucke mir das an am Samstag. Jetzt gucke ich mir erstmal heute einige Packs an. Mache ein paar Spiele mit dem wieder aufgestellten BVB-Team. Mit einigen BVB-Stars. In auch unter anderem diesem Trikot. Deswegen habe ich sie angezogen heute. Man muss ja eine gewisse Abwechslung mit reinbringen. Ne? Du kannst nicht jeden Tag nur die Top-Clubs, Man City, Bayern, Paris, Barcelona tragen. Nein, du musst auch mal so unterklassige Clubs, wie zum Beispiel den BVB, muss man mal anziehen. Oder Inter Mailand hatten wir diese Tage an. Ne? Solche Sachen, Al-Nassr, alles nicht so bekannte Teams, muss man auch mal tragen für die Abwechslung. Vor allem, die bringen ja auch Frische rein an Farben. Gelb kommt immer gut. Sieht man aus wie eine Hummel. Herzlich willkommen zu Late Night Game. Wir sehen uns gleich drüben wieder. Hallo. Hi, willkommen zurück. Ach ja. Herzlich willkommen zurück. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als das Intro lief. Nicht wegen des Intros und wegen dieser komischen hüpfenden Lampe. Nein, das ist ja alles bekannt. Das haben wir schon länger. Apropos schon länger, wollten wir nicht mal, weil wir das Intro schon so lange haben, Neues integrieren. Wann kommt das denn? Heute nicht mehr. Okay. Akzeptieren wir so. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Mann, der bei uns für die ganzen Designs zuständig ist, unter anderem das hier so aufgebaut hat, der ist im Urlaub, der ist krank, der ist nicht da. Der macht das. Ich könnte es natürlich auch und gestalte das auch alles mit, aber ich habe da keine Zeit aktuell für ein neues Intro zu basteln. Das müssen wir verschieben. Ich habe schon seit längerem da irgendwie ein bisschen was zusammengefuscht, aber so ganz zufrieden sind wir noch nicht. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie irgendwann hinbekommen. Heute und morgen definitiv nicht. Definitiv nein. Gut,
Passend zum Artikel, den ich ja gerade gelesen habe, Tankstellen gibt es ab 2035 keinen Sprit mehr, Fragezeichen, sondern nur noch E-Autos, die man laden kann. Also gibt es ja nur noch Steckdosen. Steckdose rein, kannst Handy laden, kannst du weitergehen zu Fuß. Ist das demnächst ein Thema, ja oder nein? Also passend zu dem Artikel, habe ich darunter noch einen Artikel gesehen. Nur die Überschrift. Und da musste ich schon schmunzeln. Fast die Hälfte fliegen durch. So entgehen sie dem Idiotentest. Zudem ist die MPU zu teuer. Bild verrät die Alternative. Ich habe auch eine ganz interessante und sehr wichtige Alternative, wenn die MPU zu teuer ist. Einfach nicht zu schnell fahren! Das ist die Alternative zum Idiotentest. Einfach mal an die Verkehrsregeln halten und nicht vorm Kindergarten mit 120 herfahren. Richtig? Gut. Das ist die Alternative zur MPU. Ansonsten kostet's Geld. Aber wer mit 130 durch die Spielstraße fährt, der hat sie auch übrig. Oder nicht? Ha? Pause! Von 9 bis 9. Die 6. Die wurde auch schon länger nicht gewischt, ne? Top. Schwarze Finger. Wird's verkauft. Stinkt nach Smoke und mein Herz bewegt sich zu dem Bass von 9 bis 9. Da, da, da. Pause! Von 9 bis 9. Gut, klasse. So, dann lass uns mal unser tägliches Upgrade machen. Tagesanmeldung wurde abgeschlossen. Was mich gerade sehr verwundert hat, was ich aber vorher ja schon gesehen habe. Das hat mich ja jetzt nicht gerade erst verwundert. Ich habe das ja vorher beim Starten dieser PlayStation und des Foot 23 Teils, habe ich das ja schon gesehen. Monsieur Paolo Duballer hat sich verkauft. Oh la la, Duballer ist verkauft worden. Das ist eine feine Geschichte. Phil das Murmeltier. Einsame Zitadelle und Lichter Festival. Ja, was nimmt man denn jetzt hier für ein Trikot? Die sehen ja alle relativ bescheiden aus. Lass uns mal Phil das Murmeltier nehmen. Phil Foden, ist Phil Foden damit gemeint? Mit Phil das Murmeltier. Ist da Phil Foden gemeint? Oder wer ist damit gemeint? Was weiß ich denn? Keine Ahnung von Phil das Murmeltier. 83 Doppelspieler. Okay. Von 9 bis 9. Ja, Emery Laporte, das geht natürlich besser, ne?
natürlich jetzt nicht so das, was wir uns erhofft hätten. Die Purple Disco Machine mit Substitution passt zu unserem 80er-Vibe. Looking for Substitution. Passt hierzu, auch wenn hinten drauf Jude Bellingham ist. Passt aber, Haaland. BVB. Oh, haben wir schon. Ärgerlich. Shake, shake. Looking for a substitution. But I ain't no one replacing you. Looking for a substitution. Replacing you. My emotions. Shake, shake. Oh. Out of my head. Tots! Boah, wie geil. Frankreich. Geil. Looking for a substitute. Hallo, Iran. Den Spaß, die brauche ich nicht. Direkt weg. Weg, 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 weg. Looking for a substitution. No replacing you. Looking for a substitution. Purple Disco Machine. It's substitution. Toni Kroos, ja, lass uns mal das hier alles dezimieren, so vom. Lass uns das mal alles ein bisschen runterschrauben, ja. Ist alles ein bisschen viel, ne? Ja, es ist alles ein bisschen viel, das verstehe ich auch. Ist auch echt viel und. Das ist auch schwierig und so. Das ist auch echt viel, ne? Ja. Ist auch viel. Okay, lass uns das einfach so machen, wenn das. Lass uns doch einfach noch einen Goldspieler reinpacken, okay? Ja, das ist halt doof. Natürlich haben wir wieder keinen Goldspieler. Na sicher, na sicherlich. Gut, 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 gut. Was brauchen wir eigentlich für eine Mannschaft? Ach, sie passt genau weg damit. Ciao. Joa, dass ich jetzt so ein Aloe Vairan ziehe, das ist natürlich gut. Der kostet auch nicht viel. Es ist auch jetzt kein sonderlich toller Spieler. Er ist einfach nur ein bisschen schnell und mehr kann er auch nicht. Das ist alles. Ich find's nicht gut, ich mag Aloe Vera auch nicht. Was haben wir hier? So eine Icon, Guitar Bueno ist das. Als beste Karte eine Ikone, nämlich Emilio Butragueño. Der überhaupt nicht so ausgesprochen wird, ich ihn aber trotzdem so nenne. Casemiro, Xavi Simmons, wo ich jedes Mal denke, dass er mir den Mittelfinger zeigt, wenn ich diese Karte sehe. Aber nein, er macht so. Was auch immer das zu bedeuten hat, vielleicht hat er so viel
E.T. geguckt? Weiß ich nicht. Daniel Carvajal werden wir ebenfalls in die neue SBC mit reinpacken. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz durch. Ich habe gesehen, EM-Qualifikation, fünfter Spieltag am heutigen Donnerstag. Richtig? Heute ist Donnerstag. Korrekt? Ja. 23:15 Uhr. Wir haben noch Donnerstag. Frankreich 2 zu 0 gewonnen gegen Irland. Getroffen haben folgende Spieler: Tchouaméni, Rechtsschuss, Vorbereitung Mbappé, und Thuram, Rechtsschuss zum 2-0 für Frankreich. Niederlande 3 zu 0 gewonnen gegen die Griechen. Getroffen haben hier De Ron, Gakpo und Wout Weghorst. Wow, tolles Spiel gewesen. Dänemark 4-0 gegen San Marino, Serbien 1 zu 2 gegen Ungarn, Slowenien 4 zu 2 gegen Nordirland, die Polen gewinnen gegen die Färöerinseln mit 2 zu 0 und Tschechien und Albanien trennten sich 1 zu 1. Tolle Ergebnisse. Nur was ich daraus schließen kann, für die Europameisterschaftsqualifikation weiß ich auch nicht. Weiß nur, dass Frankreich nach wie vor für mich der Top-Favorit ist auf den EM-Titel im nächsten Jahr in Deutschland. Ist das so? Ist das so richtig? Ist das so richtig formuliert? Ja, ist es. Lass uns doch noch ein Set ziehen, damit wir Daniel Carvajal von der Liste runterkriegen. Und wenn dann irgendwer anders da hockt, das ist mir dann egal. Lied haben wir auch noch mit dabei. Ja, ist nur die Frage von wem. Ja. Ne? Rockstar? Post Malone? Bitte. Oh. I feel just like a rockstar. Rockstar. Shutter. Chris Kramer, hoffentlich ist der nächste wieder als EM-Experte dabei. Freue ich mich schon am meisten drauf. Und das ist nicht ironisch gemeint. Christoph Kramer. Kimmich kriegt ein Downgrade zu diesem Jahr. Schade. Aber ein besseres Passspiel hat er. Immerhin. Yeah, I. Aber Leute, also, famous man up feels just like a rockstar. Rapatoni. Gut, dann nicht. Bitte? Ja. Mandy. Living like a rockstar.
just like a... Feel just like a... Post Malone mit Rockstar! Ich habe überlegt, was jeder schon mal irgendwo gehört hat und was jeder irgendwie kennt und kennen sollte. So, pass auf, weil das Team so toll ist, passen wir jetzt hier die Trikotnummer einfach nochmal an. Aus persönlichen Gründen. Weil ich das jetzt, weil ich das so möchte. Ich möchte das ganz einfach so. Punkt aus, fertig. Auch nehmen wir mal mit raus. Lass uns mal de Basti mitnehmen. Unser Basti. So. Mm, ich glaube, Basti ist und so auch unter anderem. Mm, super Typ. Mm, ich glaube. Unser Basti. Was machen wir mit Gareth Bale? Was machen wir mit dem? 20 für Karim, beziehungsweise 19 für Karim. Wir haben echt viele Spieler noch so hier rumliegen, ne? Lewandowski, einen Gabriel Jesus. Dieses Jahr überhaupt noch gar nicht gespielt. Oblak Sian. Licht hier noch sieht dann, der kann eigentlich weg, weil wir besseren haben. Ja, ja, Touré. So, mein Freund. Jetzt bist du fällig. Du kommst nämlich erstmal mit hier auf der Bank. Für. Ja. Für Phil und kommt ab 42 Christa, deine standardmäßige Trikotnummer. Und dann geht's rund hier. Am besten gleich rein ins Mittelfeld. Immer spielen lassen den Kerl, der ist nämlich absolut, ich schätze ihn als absolut brutals guten Spieler an. Ja, ja, Touré. Und da gibt's noch einen tollen Torsong zu. Das lohnt sich jetzt für die letzten zwei Wochen nicht mehr, den rauszusuchen und zu integrieren in meinen zigtausend Knöpfen, die wir hier so haben. Da hinten sind noch Knöpfe, hier sind Knöpfe, hier sind Knöpfe und hier sind auch noch ein paar Knöpfe. Sieht man die? Da auch noch ganz viele Knöpfe. Macht keinen Sinn, jetzt mehr das Ganze zu integrieren, aber wenn nächstes Jahr EA Sports, haben wir ja einen Vorschlag, wenn wir nächstes Jahr direkt am Anfang Yaya Touré ziehen sollten, würde ich das Lied Yaya Touré, ja, 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 Colo, Colo, ja, 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 Colo, ja, ja, Colo, Touré, würde das Lied irgendwie einfügen auf meinen Knöpfen, sodass wir einfach nur einmal drücken müssten und dann hätten wir das da. Ribéry, Haaland, den alten Torsong haben wir auch noch hier und Ramalam, Ding Dong, auch irgendwann mal ein Torsong gewesen, ich glaube sogar der erste. Ramalam Ding Ding Dong. Haben wir auch noch da. Ja? Also, von daher. Da geht was, aber der Aufwand muss sich lohnen. Für dieses eine Spiel, was Tommy bei uns macht. David Alaba sehe ich gerade. Und jetzt haben wir eine ganz schlechte Nachricht. Der Sound. Das ist jetzt ganz schlecht. Wie immer. Ach, jetzt ist der Sound komplett aus. Was ist denn jetzt verkehrt? Na, hör mal. Könnte ich mal ganz kurz testweise einen Applaus haben oder so? Irgendwas? Warum muss das eigentlich immer mitten im Spiel ausgehen? Sag mal, habt ihr eigentlich einen Schuss nicht gehört? Ihr wollt mich doch verarschen. Gut, lass uns einfach mal eine Runde spielen. Ich hab wirklich einen Schuss nicht gut. Den sehen wir auch nicht. Kommt nicht dran.
geht den Ball versucht weiter zu spielen, kann auch nicht. Bellingham. Ich habe eine falsche Trippelnummer sehen. Ich. 18. Das ist MAP. MAP 16er. Wir brauchen Ton. Gibt's nicht. Nein, geht so nicht. Könnte ich nochmal kurz.
Denk an die alte Zeit aus dem Boxen Royal Bunker. Hey, vielleicht geht's ja jetzt. Mega. Toll. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ich hatte keinen Sound und auf einmal ging gar nichts mehr. Sehr schade. Kannst nicht ändern. Nach wie vor geht das Programm Spotify wieder nicht zum Lauter und Leiser drehen. Aber naja, gut, was willst du machen? Dankeschön, Apache 207 und Sido mit 2002. So, gut. Also, pass auf, wir können uns wieder hören. Ist das jetzt wirklich richtig, da kann ich, hallo? Hallo? Hört man mich wieder? Ich glaube ja. Und man sieht mich auch, das ist doch schön. Problem war halt nur, dass das auch ein echt doofes Problem jetzt. Ja, aber wirklich ein doofes Problem. Einfach, weiß ich nicht, ich bin ins Spiel gegangen, auf einmal die ganze, ich weiß nicht, warum das ab und zu mal so ist. Ist auch genau dann, wenn du ins Spiel reingehst, Game Sound weg und auf einmal dachte ich mir, hä? Du hörst auch gar nichts mehr vom PC. Was ist denn jetzt los? Das ganze Headset einmal gecrashed. Wieder alles neu einrichten. Dauert seine Zeit. Techniker schon im Feierabend. Musste selber Hand anlegen. Ist scheiße, weiß ich selber und macht mir auch keinen Spaß. So. Jetzt machen wir eine weitere Sache nochmal eben zu Ende. Denn, wie so oft, zieht das immer einen riesen Rattenschwanz nach sich. Dass wenn wir eine Sache, ja, wenn eine Sache schief geht, dann kommen noch 27.000 andere Sachen dazu. Jetzt muss ich mal eben hier wieder was eingeben. Uno Momento. Dann kopieren wir das hier ran, machen wir das da rein, damit ich gleich auch endlich wieder alle Tasten, die hier belegt sind, damit die auch alle wieder funktionieren. Ja? Versteht sich das? Ja, ich glaube, das versteht sich. So, und jetzt müssten wir, wenn die auf den Knopf drücken, jetzt müsste Musik kommen. Achtung, 1, 2, 3. Ich höre die Musik auch. Ich höre sie auch. Ich höre sie auch. Ich höre die Musik auch. Richtig. Pass auf, um dem Ganzen erstmal Abhilfe zu schaffen, würde ich sagen, spielen wir erstmal ein Spiel. Spielen wir erstmal ein ganz normales Spiel und dann gucken wir weiter. Okay? Oh. Immerhin, das ging schon mal. Jetzt müssen wir wieder manuell hier diese ganze Scheiße anpassen. Wie diese Tage auch. Oh, nervt mich das. Nervt mich das immer. Es nervt mich so unendlich. Manuell die Musik anpassen zu müssen, das nervt mich aber auch. Und wir haben eine Niederlage auch noch bekommen. Ich musste hier rausgehen. Ging ja nicht. Jetzt vielleicht das offiziell erste Spiel. Dann geht's jetzt. So, mit Erling Haaland, mit Kim Min-jae. Der übrigens habe ich heute gerade gesehen, nächstes Jahr noch 84 bekommen wird. Was ich sehr, ja, gut finde. Der Rest sieht nicht so gut aus. Wie man in die Licht. Der kriegt ein Upgrade, wie man den aber 66 Tempo geben kann. Bleibt mir leider nicht jetzt. Das ist toll gespielt, Alan, als Nutznießer.
geht am ersten Rand vorbei und wie? Joshua Kimmich. Also für mich Delikt. Tut mir leid, ist ein 66 Tempo. Nein, am besten. Das kann nicht sein. Alle Spieler, die irgendwie auch nicht zu Ende spielen, die sind dermaßen schlecht erlebt. Das war ein Da kannst du noch so viele Pelés und Figos vorne reinstellen. Nützt dir nichts. Lass uns nochmal ein Pack machen, komm. Ja, wer war da hier? Gold 26 Pack. Matthäus Cunha. Hätte nie weggehen sollen von Hertha. Also, klar, macht schon Sinn, weil Hertha nicht ganz so gut gespielt hat, aber... Nee, alles Thema für Mann. Wow, Tots! Chris Smalling. Was wollen wir denn mit dem? Plus 3, Emil. Plus 3 ein. Plus 3! Für jeden Titel, den Erling Haaland gewonnen hat in der letzten Saison mit Manchester City, hat ein Upgrade bekommen. Liga. Cup. Wie heißt der? Der englische Cup auf jeden Fall. In England. Der englische DFB-Pokal. League Cup.
und Champions League. Für jeden Titel ein Upgrade, ein Pluspunkt. Herzlichen Glückwunsch, Erling Haaland. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Oh, gracias. Oh, sieh's ja. Lukta, welches? Juan, oh, Alaba kommt nochmal. Maldini haben wir auch gezogen. Oh, Marquise, der fehlt uns noch. Leao und die Wallen haben wir ja verkauft. Der fehlt uns auch. Okay, jetzt wieder. Aber zumindest haben wir nochmal gezogen. Wieder Kimmich mit der falschen Treppe. Das müssen wir unbedingt mal beheben. Marquisio! 1-0. Musa. Aus dem Rückraum. Das hat Marquisio natürlich super gemacht. Aber der Abschluss hier, der ist natürlich gut. Video. Das ist wirklich gut. Ja, Erling Haaland. Dann haben wir mitgenommen. Nochmal Haaland. Als Ballverteiler. Das ist gar nicht so sein. Ball. Stark von Jadon Sancho. Haaland, genau da will er stehen, genau das will er machen. So muss es sein. Es quittet er raus. Mandelns, die Heide, Heide brennt, die Heide, Heide brennt, Heide, Heide brennt. Herr Mandelns, die Heide, Heide brennt, Heide, Heide brennt. War dann am Morgen, oder? Das war, glaube ich, ja. Jude Bellingham, links ist Reus, da ist Camavinga, hat auch mehrere Optionen. Reus wieder eine davon, da ist Haaland, Haaland! Zum 2:1! Neuen Haaland, Hoyland von Man United. Sancho. Haaland, Haaland! Schade. Ja, das macht er geschickt, das macht er gekonnt, wie er da vorbeigeht. Jungs. Ist doch nicht. Mavinga. Und Jadon Sancho, der Lauf von Jadon ist nicht gut. Reus. Boah, wie Alaba. Der sich den Ball holt vor Erling Haaland. Und das ist Jadon Sancho. Ja, ja. Es ist gar nicht so schwer, da durchzukommen. Waren die wirklich gut? Vor allem Haaland als absoluten Grillbock da vorne reinzustellen. Ja,
Haaland als Prellbock da vorne reinzustellen, der dann doch mal den ein oder anderen Ball tropfen lässt. Das macht er wirklich gut. Und jetzt geht's los. Haaland mit dem Lupfer! Jaden Sancho. Was ist das denn für ein Abschluss, ey? Boah. Das ist verdammt einfach. Verdammt einfach, da durchzukommen. Haaland. Varela fängt den Ball ab. Der wäre sonst wirklich sehr gut gekommen. Du machst was. Kimminji. Da ist wieder Haaland. Abbrechen, Reus. Boah, das Alter, hier wird gar nichts abgebrochen. Einwurf Kim Min-jae. Tor Marco Reus. Das Gute ist jetzt 7-1, aber wenn ich das jetzt hier so gut laufen lassen, das Game ist. Geh raus, komm. Für was will er denn jetzt hier zu Ende spielen? Für was denn? Bitte. Er macht es nicht. Na dann tue ich es halt. Ey, ich wollte ein bisschen Spaß haben, ne? Und dann wisst ihr wieder so. Da wissen wir jetzt meine Lebenszeit leider ein bisschen zu schade gewesen. Wir nochmal doppelt Erling Haaland, ne? Na klar, wer auch sonst. Da wissen wir jetzt meine Lebenszeit ein bisschen zu schade, um das so runterlaufen zu lassen. Das tun wir uns jetzt einfach mal nicht an. Sondern machen ein paar Packs. Wahrscheinlich mehr von, oder? Na, wahrscheinlich auch nicht, aber. Naja. Danke. Stopp, bitte. Wir haben ein Lied. Wir haben jetzt ein Lied, ein tolles Lied dabei von einer deutschen Band, die aber auch italienisch singen kann. Wer mag das wohl sein?
Es wird gesungen über eine Pastaart. Spaghetti Bolognese, Spaghetti oder Tortellini Funghi, Spaghetti Carbonara. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich raushören. Spliff! Spaghetti. Wow. È una Coca-Cola carbonara. Carbonara. Wow, wow, wow. Amaretto ist ein geiles Zeug. Ich bin schon lol und lal. Ja, Gebieter. Carbonara è una Coca-Cola. Carbonara è una Coca-Cola. Ich bin ein Idiot. Carbonara. Splifferas mit ihrer Spaghetti Carbonara. Oh Mann, ey. Pass auf. Wir haben einen Künstler jetzt mit dabei, der unheimlich viele Top-Hits hat. Und zwischen den vielen Top-Hits jetzt zu entscheiden, welches wir hören.
Ich glaube, wir müssen uns da beschränken auf eine gewisse Auswahl. Wir können nicht nur eins dieser Top-Lieder von dem nächsten Künstler hören. Kann ich schon mal sagen. Michael Jackson, aber welches Lied? Thriller, Beat It, Billie Jean, Smooth Criminal. Entscheiden uns erstmal für Thriller von Michael Jackson. Ich das jetzt aber höre. I try to scream. Wow, wow, wirklich wow. Fang Jürgen. Och, Jürgen.
Stille. Stille Night. Boah, ey. Mich verarschen. Thriller, Thriller Night, Thriller Night. So Michael Jackson. Thriller. Wer jetzt lacht? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, wer da jetzt am Lachen ist. Ist ja auch egal, Hauptsache Michael Jackson singt gut. Thriller, Thriller Night, you got the Thriller, Thriller Night, you got the Thriller, Thriller Night. So, das machen wir jetzt nochmal eben hier frisch. Dieses Pack. Und dann würde ich sagen, ich würde gerne mal ein Spiel komplett ausspielen mit dem. Oh, wir brauchen ja gar nicht so ein hochbewertetes. Ich würde gerne mal wieder ein, Spiel ausspielen. Ein richtiges, normales Spiel zu Ende spielen, ohne dass wir als die ganze Zeit von irgendwelchen Gegnern da gecancelt werden. Der Gegner spielt nicht, ich mache 7 Tore oder Headset geht nicht, Sound hier, Sound da. Irgendwas hat ja jetzt immer nicht funktioniert. Einfach mal ganz normal funktionieren. Sollte jetzt alles für ein Spiel. Okay? Aber erstmal dieses Set. Ne, werde ich gerade bekommen. Direkt rein, die nächste SPC. Braucht man nicht den Kerl. Der ist mir zu doof. Dass er auch nach Saudi-Arabien gegangen ist. Mir einfach gleich unsympathisch, der Kerl. Gleich unsympathisch. Viele Leute, die nach Saudi-Arabien gegangen sind, sind mir unsympathisch geworden. Komisch, kommt das? Bei so einem tollen sportlichen Projekt? Verstehe ich gar nicht. Auch Neymar. War jetzt falsch gemacht, oder? Nein, hat er natürlich nicht. Der ist 93 Milliarden verdient. Harry Kane! Gut, dass der nicht nach Saudi gegangen ist. Er ist nach München gegangen, Harry. Hier, yeah, mit Leroy Sané. Sané und Kane. Kane. Top. Richtig gut. Jan Sommer, schade, ist jetzt in Mailand. Auch gut. Spiel 2. Kimmich war auch, wieder die 6, ne? Kimmich mit der 6. Der Manager hat keine Verträge mehr. Wofür brauchen wir denn einen Manager? Ha? Huh? Niemand. Alvarez fehlt uns, Angel Di Maria fehlt uns, Lionel Messi fehlt uns, Marquisio haben wir nicht, Rashford haben wir nicht, Neymar nicht, Ginola nicht, Alaba nicht, Grealish nicht, Coutinho haben wir. Und Alaba nicht. Gomez, Carvajal, Di Natale haben wir, Forlan haben wir, Zichtaun haben wir, so, SBC haben wir nicht, Klaus haben wir auch nicht, Gott sei Dank haben wir Dien. Aber ich wollte mal sagen, es fehlt noch. Sancho, Jaden, Doppelpass mit Marco Reus.
Na komm. Gimmich macht. Ding zu. Baby. Raus auf Joshua Kimmich. Kimmich, Kimmich. Da ist Haaland und da ist Sancho. Ecke. Kevin De Bruyne mit dem Eckball. Gesucht Kim-min-jae, gefunden in Marco Reus. Ball Nummer 2, nochmal Kim-min-jae und Jadon Sancho. Also, viele Zufälle und doch das Tor. Wir haben irgendwie das Moment hier Glück, meine Damen und Herren. Hilfe. Oh, vorbei. Ronaldo. Pfosten drin. 1-1, CR7. Die Nummer ist noch dabei. Geht nicht davon aus. Da kommt kein Van Dijk mehr hinterher und auch kein. Was ist denn da? Boah, Courtois. Ja, ja. Muss auf alles gefasst sein als Keeper. Auf alles gefasst sein. Aber ist er, er ist da. Nochmal. Thibaut Courtois. Wieder gut. BDB. Rechts ist Jadon Sancho. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Konnten nicht. An Basti da. Bellingham fängt den Ball ab, das ist Marco Reus. Reus! Scheiße. Okay. Du bist halt.
Also da geht nichts drüber über diesen Abschluss. Gar nichts. Gar nichts. Und die Ecke von Marcus Rashford getreten. 35 Minuten sind gespielt. Da ist Jesus. Und Reus. Harris hat den nicht nochmal durchgesteckt. Komm, links auf. Nochmal bin ja. Da steht 2-2, CR7. Viel zu frei dort stehen gelassen. Schöner öffnender Ball auf Kammerwinga. Nach noch ein paar Schritte. Du musst den Ball da nicht zwingend so schnell loswerden. Er wird ja gar nicht angegriffen, er wird ja gar nicht attackiert. Wieder Reus, Sancho, nochmal rüber. Marco Reus und Alan. Und das ist es. Zum 3 zu 2, Erling Alan. Es steht halt auch. Genau da, wo er steht. Perfekt. Ja, Sancho, 4-2. Hey, sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr gutes Spiel. Machen die schon gut, die Jungs. Machen die wirklich schon gut. Oh, das ist ein Foul, das ist ein Foul. Ich spiele Joshua Kimmich und Schäden. Hätte nicht immer ein bisschen mal darüber auf Erling. Ja, stand tatsächlich besser positioniert, doch dann funkt halt Jaden dazwischen. Nicht so ausgegangen, wie ich mir das gewünscht hätte. Beispiel an Jude. Und Kim NJ. Genau, auf Kammerwinga. Der Einwurf auf Marco Reus. Nächster Einwurf. Hier, Reus so frei da stehen gelassen. Das kannst du nicht machen. Das ist schon da, der nächste Ball ist schon. Ja, das geht zu einfach. Über die Außen fasst du die mit, dann hat es ein bisschen Glück, dass der Pinkpong mit Thibaut Courtois spielt. Das war hell.
Kimmich setzt nochmal nach. Kimmich und Haaland. Und nochmal Kimmich. Und Jadon Sancho, Ball immer noch heiß. Sancho. Hä, was ist das denn? Der gegnerische Verteidiger fällt hin und Sancho verliert den Ball. Das war ganz kurios. Wieder De Bruyne auf Reus. Die kriegen den Ball da hinten gar nicht raus. Die kriegen den Ball gar nicht da hinten raus. Kurios. Von Virgil. Sehr, sehr gut. Virgil von Dijk. Virgil von Dijk. Sehr sauber gemacht. Sehr sauber gemacht. Okay, lass uns doch gerne durchaus nochmal das ein oder andere Tor erzielen. Ich hab da Bock drauf. Sancho Haaland. Und Gott, ja, absolute Hoheit da, ne? 1,99 groß als Keeper, das ist schon gut, das wird keiner in diesem Ball drücken. Modric. Mbappé. Oh. Guter Schuss vom wollenden Mbappé. Das Leihspieler mit einem Spiel. Ball auf Erling Haaland, Lupfer! Der Typ ist halt in der sensationellen Sancho, Abfahrt, Erling Haaland. Ja. Das ist schon sehr simpel gespielt. Und das wird auch extra gemacht haben, ne, Jaden? Oder? Da war das siebte, aber gar nicht mal so weit. Und dafür muss er halt ausgeben, Jaden Sancho. Ja,
Kamavinga. Nee. Da konnte das nicht. Dass kein Foul ist, verwundert mich sehr. Der Braune tunnelt über Varane und der hält ihn irgendwie noch so ein bisschen zurück. Hätte ich schon gesehen. Savaschleu kommt für Ødegaard. Die Partie, interessanter Eckball. Substitution for the hosts. Coming off the pitch, number 13, Marcus Rashford. To be replaced by number 18, Joseph Willock. Kamavinga. Funktioniert nicht, was der vorhat. Aber das ist vorbei. Die Partie ist aus. Wir gewinnen mit 6:2 gegen Central, die gerne noch einen mehr machen können. Vierte hat er auf den Fuß gehabt. Drei Tore reichen ihm aus. Und 6. Tolles Spiel. Tolle Sieg. Gut, lass uns noch ein paar Packs machen. Wie sieht das denn aus, dieses Shirt hier? Wir hätten heute so viele Siege schon mehr haben können, ne? Naja. Wir haben ein weiteres tolles Lied. Bloodhound Gang mit Foxtrot Uniform. Charlie Kilo. Es geht immer noch nicht lauter und leiser. Ich kann drehen, was das Zeug hält. Es funktioniert nicht. Was eine Scheiße. I don't wanna be your breath. Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Ba-dum, bam, ba-dum. Dum, da-dum. Dum, da-dum, da-dum. Ach ja. Nein. Wo ist der Sommer? Vorbei. I don't wanna be the brand before. Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Foxtrot Uniform Charlie.
Der hat doch Onana die ganze Zeit gespielt. Wie kann Handanovic immer noch so präsent da sein? Ist das jetzt wieder der First Keeper, Handanovic, oder der erste? Flasche leer. Flasche leer, wie knapp das so. Wie oft denn noch Haaland? I'm loving angels instead. Texture. A lot of other affection. Where I'll ride or wrong. And down a waterfall. Wherever it may take me. When I come to call. She won't forsake me. Alles schon gezogen. Alle. Wann kommt was Neues, ey? Das ist nervig. Down the waterfall. Schuss nicht gehört. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Das ist Robbie Williams mit Angels. Jetzt mal zu trinken holen. Zack, dann haben wir schon die nächste Flasche. Gezogen meine ich jetzt, und zwar Merino. Und der Eistee ist aber auch wieder da. Das ist doch schön. Freut uns sehr. So. Gut, klasse. Weitermachen. Ja, wir haben eigentlich noch ein Lied mit dabei. Das ist jetzt so ein bisschen was aus dem deutschen Sektor. Cassandra Steen, Adel Tawil. Könnt ihr jetzt ruhig abspielen. Das müsst ihr euch merken. Wenn ich sage Cassandra Steen mit Stadt, dann ist das das Zeichen, dass das Lied jetzt aufgespielt wird, okay?
Es ist so viel zu viel. Überall Reklame. Zu viel Wut und zu viel Spiel. Das Glück hat keinen Namen. Keiner kann Gedanken lesen. Das Klima wird milder. Aus Glanz und Gold und Stahl. Für wen denn noch? So. Oder wie er heißt. Alle sind hier auf der Flucht. Des Tränen sind aus Eis. Es gibt kein Dorf, was das geht. Wo find ich Halt? Wo find ich Schutz? Der Himmel ist aus Blei hier. Das Glück muss man jagen. Ich baue eine Stadt für dich. Glanz und Gold und Stahl. Führt doch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich. Ich baue eine Stadt für dich. Glanz und Gold und Stein. Glanz und Gold und Stahl. Aus Glanz und Stahl. Aus Glanz und Gold und Stein. Doch wieder rein, ich baue eine Stadt für dich. Danke, Adel Terwil und Kesserestin mit Start. So. El Präsident, hä? Wir machen mal eben diese Pack fertig. Ich verstehe nicht, warum immer wieder sich diese Silberspieler hier mit reinmogeln. Ich weiß gar nicht, was die hier wollen. Diese Silberjungs. Damit können wir doch gar nicht großartig was anfangen. Oder ist das falsch? Nein, das ist richtig. Silber ist nicht gewollt. Ich baue eine Stadt für dich. Ich baue eine Stadt für dich. Aus Glanz und Gold und Stein. Gut. Ich habe gerade gesehen, wer dieses Lied unter anderem auch gesungen hat, und zwar Adel Terwil. Und jetzt erinnere ich mich mal so ein bisschen zurück in meine, das ist jetzt falsch ausgedrückt, in die Zeit, wo ich mich so als erstes an Musik erinnere, das ist Quatsch. Aber ich kann sagen, das ist zumindest einer der ersten CDs, Single-CDs, die ich mir je gekauft habe. Ich habe mich in einen Bus gesetzt. Bin damals zu einem Laden hingefahren, der alles hatte. Da konntest du Kugelschreiber kaufen, da konntest du Hefte kaufen, da konntest du Musik, CDs kaufen, da konntest du Geschenkpapier kaufen, da konntest du Lametta kaufen, da konntest du Kerzen kaufen, alles. Unter anderem auch diese CD, damals von MTV Unplugged mit Sido und Adel Terwil, Der Himmel soll warten. Das Lied war damals da drauf und das Lied hören wir auch jetzt. Sido, Adel Terwil, Der Himmel soll warten. In der MTV Unplugged Edition. Bitteschön. Adel Terwil, cheer!
Ich rufe es nach oben, der Himmel soll warten, denn ich hab noch was vor. Der Himmel muss warten, wenn alles vorbei ist. Nimm mir den Atem. Ich bleib hier. Du kannst mich noch nicht gehen lassen. Nimm dort doch lieber diese Emos, die ihr Leben hassen. 30 Stück. Haus weg, Pferd weg, Klappe zu, Affe tot. Und ich singe Halleluja. Du rufst nach oben, der Himmel soll warten, denn ich hab noch was vor. Der Himmel muss warten, wenn alles vorbei ist, nimm mir den Atem. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich rufe es nach oben, der Himmel soll warten, denn ich hab noch was vor. Der Himmel muss warten, wenn alles vorbei ist, nimm mir den Atem. Ich rufe es nach oben, der Himmel soll warten. Das war Adel Taville und Sido. In der MTV Unplugged Edition. Bitteschön. Der Himmel muss warten. Als CD-Version. Damals eine meiner ersten CDs, die ich je gekauft habe. Sido und Adel Taville. Der Himmel soll warten. Ich war auch damals mit, ich weiß gar nicht, wann das Lied rausgekommen ist. Diese CD ist sogar schon kaputt, hat damals gekostet. Wow! 4,99 € für... Wow, die haben sich ja wirklich eine goldene Nase verdient, ne? Für zwei Songs, die hier drauf sind. Einmal Der Himmel soll warten, Unplugged Edition. Und einmal Der Himmel soll warten in der Studio Edition. So, wir sehen hier 2010 Universal Music Rock Urban. Okay, 2010 irgendwann mal produziert. Wow. Bizarre Jörg, was weiß ich, Text von Sido und Adel Taville Verlag, von Ghetto Gold Verlag, Musik, Sony ATEITV, Aquarium Musikverlag, Rights Management, okay, Rolf Budde. Jo, interessante Sachen, ne? Mundharmonika, Drums, alles drauf. Alle, die bei diesem MTV Unplugged mitgewirkt haben, sind alle hier drauf. Das ist auch eine gute Sache. Doch schön. Piano, Pauke, Background, Vocals. Kann man alles einsehen, wer das damals gespielt hat. Percussion. Bucket Drummer, Posaune, Geige, Mundharmonika, Trash Perk, Mallets, Akustikgitarre, Bass. Toll, aber muss man tatsächlich sagen, für 4,99 €, was es ja damals gekostet hat, die haben sich echt eine goldene Nase verdient. Ja, natürlich wurde das bei weitem dann nicht so oft gekauft, wie heute ein Lied gestreamt wird. Trotzdem hat er davon garantiert nicht nur 10 Stück verkauft. Da werden... Ich gucke das mal eben nach. Wie oft wurde dieses Lied hier gestreamt? Lass uns das mal eben nachschauen. Die Zeit haben wir hier am Freitagmorgen um 20:01. Die Zeit sollten wir wohl haben. 2010 ist erschienen, am 1. Januar. Das ist doch schon mal schön. Jetzt will ich aber wissen, wie oft dieses Lied gestreamt wurde. Das man wissen würde, ne?
Lass uns mal bei Sidos Alben gucken. Und zwar, das sind Singles, ne? Das wir brauchen hier, das ist 2010 erschienen, MTV Unplugged. Boah, hat Sido viele Lieder gemacht. Holy shit. Alles so gewollt. Ja. Wir sind bei 2018. Also noch lange nicht angekommen. Royal Bunker, normale Leute, Weihnachtssong 2016. Gut. Auch das noch nicht so ganz. 30.11.80 war 2014. Ich und meine Maske. Hol doch die Polizei. Ja. Geboren, um frei zu sein, Blutsbrüders. Und hier ist MTV Unplugged. So, MTV Unplugged. Hey du, auch ein tolles Lied, könnten wir auch gerne. Lass uns das doch gleich als nächstes mal hören. Mit Kurt Krömer, warum auch immer. Naja, Kurti ist auch dabei. Da. Sido und Steffen Remmler. So, hier, der Himmel soll warten, 5,5 Millionen Streams. Wie oft wurde diese Platte verkauft? Ich würde sagen, nicht eine Million Mal. Ich würde sagen, dass die Platte nicht eine Million Mal verkauft wurde. Kann man das auch online einsehen? Ich google das einfach mal, ganz stumpf. Wie oft wurde der Himmel soll warten verkauft? So, der Himmel soll warten. Schwarze Hitparade. Ja, aber wie oft wurde das verkauft? Es gibt scheinbar auch ein Lied. Ein Lied. Das ist ja das hier. Es gibt scheinbar auch einen Film, der so heißt. Und das kommt mir jetzt so ein bisschen in die Quere. Verkauft. Man kann sich einsehen, wie oft das verkauft wurde. Man kann nur sehen, es war in den Wochen in den Charts, 8 Wochen in den Charts. Ewige Bestenliste auf Platz 6.900. Naja, immerhin, warum nicht? 8 Wochen auf den Charts. In den Charts. Ja, verfügbar auf. Sehen wir hier, Unplugged Edition, okay. Charts, Songs, Bestenliste. Nee, ich will halt tatsächlich... Würde ich gerne wissen, wie oft das verkauft wurde. Aber man kann es nicht sehen. Von daher, schade. Ich würde sagen, dass diese CD wurde nicht mal, also das wurde nicht 1 Million mal gekauft. Wurde es nicht. Unter 1 Million, Platten sind weggegangen, aber nicht 1 Million. Trotzdem verdient man sich hier, oder hat man sich früher hier daran echt eine goldene Nase verdient. Deswegen lassen wir das auch erstmal hier stehen. Für diese 5 Euro, die es damals gekostet hat, ist es das Geld bestimmt auf jeden Fall wert. Jetzt wollen wir hören Kurti Krömer und Sido mit Hey Du. Komm, lass uns mal reinhören. Oh, könnte besser sein, ne? Ja, du hast richtig. Interessierte mich nicht. Mitten in Wedding zwischen Rabatschen und all dies. Weiß ich nicht genau, wahrscheinlich, weil du gerade so guckst mit deinen weinerlichen Augen. Doch ich glaube, unter dem Wasser steckt eine Fratze, die sich sehen lässt.
Hör mir mal zu. Ich sehe nur. Ich kenn dir ja nicht. Ich seh nur, wie traurig du bist. Tja, Kurt Krömer. Was macht er denn da? Kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht sein. Was erzählt von mir? Und Sido mit Hey Du in der Unplugged-Version. Danke dafür. Hey Du, Hey Du, 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 du. So, wir machen jetzt, guck mal da, ich gehe in die nächste Playlist rein. Zack, erstes Lied, was ich sehe, der Himmel soll warten. Interessante Sache. Wir hören jetzt aber einen Künstler, der auch mit, haben wir den mit Sido, den haben wir vorhin, als wir Tonprobleme hatten, haben wir den mit Sido zusammen gehört. Apache 207. Jetzt alleine Breaking Your Heart. Bitteschön. Oh. Make a jump. Nun, nun. So was hat dir noch nie imponiert?
Schalten die Ampel dann auf Rot und das auch noch direkt vor deinem Balkon. Das direkt vor der Nase. At the end of the road, I'll be breaking your heart. Das war Apache 207, Breaking Your Heart. Und wir haben sofort hinterher den nächsten Kracher. Das letzte Lied am heutigen Abend. Diesen Pick werden wir jetzt hier noch machen. Mit den Footies-Spielern. Zum Thema passend. Wir brauchen 292, aber Apache hat nur 90 da. Bitteschön. Passt gut, ne? Oh mein Gott. Ich hab Rhythmus im Blut. Du musst früh raus. Er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Reicht nicht. Solange die Disco-Kugel sich dreht. Ich will raus. Er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Aber die Nacht hört nicht auf. Na, die Nacht hört nicht auf. Solange die Disco-Kugel sich dreht. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen viel zu sehr. Was sein Werdegang? Aber die Nacht hört nicht auf, nein, die Nacht hört nicht auf, solange die Disco-Kugel sich dreht. Du musst früh raus, er kommt zu spät. Komm. Gib mal ein bisschen was, gib mal ein bisschen was. Bisschen Rating, Harry Kane, ja komm. Ja komm. Ba, ba, ba. Apache. 90. Und jetzt können wir auch das 90er-Team vervollständigen von dieser tollen SBCs, wo es um die Footies geht. Footie, Footie, Footie. So, was haben wir hier noch drin? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Doch, ein bisschen was haben wir noch. Gut, Assistent. Komm her, mein Assistent. Und reingeschmissen. Zack. Wir haben noch Gonçalo. Und Gonçalves. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Ja, doch. Ja, ja, doch, 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 doch. Wir machen das immer so ein bisschen auf der letzten Rille hier, dieses Pack. Das ist gar nicht mal so sinnvoll tatsächlich. Aber gut, was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Ja. Immer noch. Ja,
lass uns auch einfach erstmal so. Komm, lass uns den Pick machen, lass uns das Ganze abschließen, lass uns einen runden Abschluss finden, auch mit dem 94er Pick. Und dann ist es auch für heute erstmal gut. 1 von 4, 94 plus 40 ist Team 1 für 6. Aber die Pille. Okay, dann haben wir noch nicht, den nehmen wir mit, der nächste 98er. Aber es bleiben weiterhin die Topstars aus, die mir einfach noch fehlen. AB, die kostet wie viel? Um die 200 würde ich jetzt schätzen. 225, richtig gut. Benassi habe ich vorhin abgegeben, der ist nicht gut. Ja. Nee. Immer noch nicht das, was ich haben will. Aber gut, Leute, machen wir Schluss. Machen wir einen Haken hinter. Morgen Abend, kann ich versprechen, fangen wir wirklich pünktlich an. Um genau 22 Uhr. Einfach so, ne? Schönen Freitag. Vielleicht auch schon einen schönen Start ins Wochenende. Wir haben ja schon Freitag, morgen den 8.9. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis morgen um 10 wieder mit FIFA 23. Ciao, tschüss.